Der Hebammenberuf hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Gründe hierfür sind zum Beispiel demografische Veränderungen, Zuzug, Migration, aber auch Erkenntnisse in der Technik und Medizin bis hin zu neuen Ansprüchen bei den Frauen und Familien. All dies soll nun auf Grundlage eines neuen Hebammengesetzes durch eine neue Struktur in der Ausbildung bedient werden. Das Hebammenstudium. Die Ausbildungsreform zielt darauf ab, dass der akademische Kontext zu einer neuen Kompetenzvermittlung genutzt werden kann. Das heißt, es geht um eine Methodenvielfalt, die in einem nicht akademischen Kontext nicht möglich wäre. Hebammen müssen in der Lage sein, mehr denn je selbst wissenschaftlich zu arbeiten, Studien zu interpretieren, selbst zu forschen und damit die Hebammendisziplin herauszubilden und stark zu machen. Und das ist nur und ausschließlich durch ein Studium möglich. Für eine evidenzbasierte und ganzheitliche Betreuung von Familien und Frauen ist es wichtig, dass auch der interdisziplinäre und die multiprofessionelle Austausch bzw. Zusammenarbeit gut gelingt. Und dafür hilft das Studium. Der akademische Rahmen ermöglicht es, dass beispielsweise ein Austausch auf Augenhöhe mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen erfolgen kann. Dadurch ist es auch möglich, eine höhere monetäre Anerkennung zu bekommen, beispielsweise durch die Einstufung in höhere Gruppen. Der Hebammenberuf ist ein Handwerk und der Hebammenberuf wird auch ein Handwerk bleiben. Unser tradiertes Wissen gilt es zu sichern und auf evidenzbasierte Füße zu stellen. Das heißt, unsere angehenden zukünftigen Kolleginnen, die Hebammenstudierenden, stellen Fragen. Sie stellen sie kritisch in der Praxis, um zu schauen, inwieweit sind Interventionen angezeigt. Zum Beispiel Indikation Kaiserschnitt bei Zustand nach Kaiserschnitt. Welche Wirkung haben homöopathische Globuli? Oder inwiefern ist es angezeigt, einen Dammschutz bei einer gebärenden Frau durchzuführen? Ich freue mich auf viele spannende und kritische Nachfragen.